Ich lade Sie ein, einfach mit uns gemeinsam heute und den Holly Hoppers gleich auch sich ein bisschen entführen zu lassen in das Jahr 1965. Ein Kuss von dir und ich bin happy. Yeah. Küssen nie nach Mitternacht, Josephine. Wenn wir dann heimlich tanzen gingen und die Röcke hochgekrempelt haben, dass wir einen richtig schönen Minirock hatten oder Hotpants heimlich angezogen haben, was die Eltern nicht wissen durften, dann war das für uns das Größte. Ja, das war halt unsere Jugendzeit. Und 1, 2, 3, 4, 5, Tipp. Wir probieren das einfach mal mit Musik. Und Zeit, Tipp, Zeit, Tipp, Zeit, Tipp, 5, 6, 7, Tipp. Und 1, 2, 3, 4, 5, Tipp. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wenn wir auf dem normalen Campingplatz mit unserem Gespann ankommen, dann laufen die Leute zusammen. Wir kommen dann kaum dazu, um das Vordach aufzubauen. So fasziniert sind sie davon, aus dieser Zeit die Sachen zu sehen. Wir haben einen Volvo-Duett. Wen hast du mitgebracht noch? Meinen Mann. Wir sind zu zweit hier. Hat dein Mann auch einen Namen? Ja, natürlich. Das ist der Bernd. Und irgendwo läuft er rum und guckt sich all die schönen Wagen an und wartet auf die nächste tolle Show von Heinz Erhardt. Ich freue mich, dass Sie sich hier teils nieder, teils herabgelassen haben. Es war ein schwerer Satz, nicht? Ja, da habe ich lang dran geübt, nicht? Wiederholen Sie mal. Nicht? Und dann sprach ich zu mir, Herr Erhardt, sprach ich. Heinz. Ich sag ja du zu mir selber. Ja, Sie lachen, das habe ich mir irgendwann angeboten. Ich fand das Siezen albern. Ich bin schließlich mit mir aufgewachsen. Sigrid ausgräben. Ich sag mal Sigrid. Sigrid. Sommer anfangen. Mit frischem füllen sich die Keller, sinkt der Öl- und Lichtverbrauch. Die Nächte werden wieder heller, der Tag nimmt zu. Sigrid auf. Da kommen die Häuser hin. Das ist ja das dann so in etwa die Bauchhöhe. Wie viele junge Damen hast du uns heute mitgebracht? Es sind 12 junge Damen, die uns einen Querschnitt der Mode von 1965 zeigen. Und das fängt an mit Tagesmode, geht über Wäsche und Bikinis und dann machen wir eine kleine Pause und dann gibt's Abendmode. Dann gibt's Abendmode. Also meine Damen und Herren, die Schirme sind gespannt. Wir freuen uns jetzt, Carlottas Modenschau zu sehen. Das ist ein ganz schlichtes Tagesoutfit aus der Zeit, schon verhältnismäßig kurzer Rock. Ein ganz schlichter, gehäkelter Pulli, bequeme Schuhe, so konnte man den Tag anfangen und überstehen. Als nächstes zeigt die Bianca uns ein schlichtes Hemdblusenkleid, auch das für den ganzen Tag gut zu tragen. Jetzt zeigt uns Miriam auch ein Mini-Kleid, das ist schon ganz rasant für die Zeit und sehr, sehr modern. Als nächstes kommt die Alex und zeigt uns ein ganz, ganz bequemes Tagesoutfit. Ein Kordkleid. So, jetzt kommen wir schon bei der Freizeitmode an. Das ist ein wunderschöner Kaftan. Auch dieses wieder ganz locker geschnitten, gar nicht figurbetont, sondern nur durch ein Gürtelchen etwas tailliert. Dieser Stoff ist aus Marokko. Sind wir schon bei Anina. Sie zeigt uns einen wunderschönen Schlafanzug. Ja, meine Damen und Herren, das war der erste Durchgang. Einfach alle hintereinander nochmal über den Laufsteg. Geht die Alicia einmal rauf und ihr folgt einfach. Aber du warst sehr, sehr sicher und hast direkt auch dazu gegriffen und hast gesagt, das ist etwas, was damals Zeitgeist war. Vielleicht zeigst du mal, dass es nicht nur ohne ist. Ganz schlichter Schnitt von vorne und das Kleid wirkt von hinten. Auch das ist aus Kunstseide gearbeitet. Sehr schickes Nachthemd. Sowas hat man angezogen, um den Mann zu verführen. Das war nicht für den normalen Alltag. Auch hier wieder einen schönen tiefen Rückenausschnitt. Und die typisch toupierte Frisur. So,
jetzt zeigt die Bianca uns was ganz Ausgefallenes. Sie ist schon ihrer Zeit voraus mit einem wunderschönen Anzug. Carlotta, das ist dein Applaus und du läufst einmal auch eine Runde zu deinen Damen. Wir starten mit einem riesigen Applaus für alle. Sie sind hauptamtliche Mitarbeiterin des Freilichtmuseums in Kommern. Wie lange arbeiten Sie jetzt schon für das Museum? Fürs Museum insgesamt knapp 25 Jahre und davon 17, 18 Jahre für den Förderverein. Wie viele Mitglieder hat der Förderverein? Oh, knapp 1300. Wir haben jetzt über die Zeitblende wieder 3 neue Mitglieder bekommen und knapp 1300 und es geht stetig aufwärts. Und da haben ja jetzt auch viele aktiv mitgearbeitet hier auf der Zeitblende. Was hat denn der Förderverein hier so unterstützt aktiv? Der Förderverein ist bei allen großen Veranstaltungen mit Bewirtung vertreten. Das läuft sehr gut und wir sind eine sehr, sehr gute Crew. Wir verstehen uns gut. Wir arbeiten alle sehr gerne für den Förderverein, für das Museum. Denn alles, was wir erwirtschaften vom Förderverein, fließt ja ins Museum wieder zurück.